Herzlich willkommen in der Ausstellung Woldemar Winkler – Man muss sehen lernen. Wir sind hier im Foyer der Stadthalle Gütersloh. Mein Name ist Christiane Hoffmann. Ich bin die Kuratorin der Woldemar Winkler Stiftung der Sparkasse Gütersloh, die die Ausrichterin dieser Ausstellung ist. Wir haben hier eine Retrospektive des aus Dresden stammenden Künstlers Woldemar Winkler, der 1902 bei Dresden geboren wurde und 2004 in Gütersloh verstorben ist. Über 30 Werke sind ganz typisch für die Kunst des Meisters, der einer der renommiertesten Künstler der fantastischen Kunst in Europa ist und dementsprechend hier ganz typisch seine Arbeiten als Zusammensetzung, das heißt Assemblagen, Collagen, aber auch seinem druckgrafischen Werk, haben wir hier in der Ausstellung zusammengestellt. Dadurch haben Sie den Woldemar Winkler sozusagen in Reinkultur für die, die den Künstler schon kennen und für die, die ihn kennenlernen möchten. Unser Ausstellungstitel »Man muss sehen lernen« ist ein Originalzitat von Woldemar Winkler, das sich darauf bezieht, dass man eben genau hinschauen muss, dass man immer wieder nicht nur das Gewohnte in einem Bild wiederfinden möchte, sondern dass man eben sich auch in die dunklen Ecken, in die albtraumhaften Tiefen auch seiner eigenen Seele herabbewegen sollte, um sie zu erlösen, um Kunst dort auch wirksam zu machen. Für Winkler war es ganz wichtig, auch die eigenen Schattenseiten zu zeigen und Mut zu machen, sich dem auch zu stellen, um eben so ein fröhlicher, ein spielerischer Mensch zu sein und zu bleiben, wie er selber bis in das hohe Alter von 104 Jahren geblieben ist. Man muss sehen lernen, ist also eigentlich eine Aufforderung, nie nachzulassen, immer wieder neugierig zu sein und auch in der Kunst, die einem scheinbar so vertraut ist oder Dinge, die man in der Kunst entdeckt, die einem vertraut sind, doch zu hinterfragen. Und das hat Winkler auch gerne mit seinen Titeln gemacht. Ein Meister der Sprache hat Titel gewählt, die uns eigentlich an die Hand nehmen, aber auch ein wenig in die Irre führen. Also seien Sie gespannt. Herzlich willkommen im Forum der Galerie in der Stadthalle in Gütersloh mit einer neuen Ausstellung eines Künstlers, der einen großen Namen in Gütersloh, in der Region und auch darüber hinaus hat, nämlich von Woldemar Winkler. Bilder, die hier so noch nie gezeigt worden sind, zumindest nicht hier im Forum der Stadthalle. Eine besondere Ausstellung, Schwergewichte des Künstlers im wahrsten Sinne des Wortes sind hier zu erleben und sie sind sehr beeindruckend, denn dieses Forum bietet eine große, opulente Fläche, Bilder in einem schönen Zusammenhang ausstellen zu können. Und dazu laden wir Sie herzlich ein. Mit den Einladungen zu dieser Zeit, wo wir immer noch mit den Corona-Schutzverordnungen zu tun haben, ist es immer so eine Sache. Um es nicht zu verkomplizieren, würde ich immer empfehlen, rufen Sie einfach, wenn Sie Interesse haben, diese Ausstellung zu besuchen, hier in der Stadthalle in Gütersloh an. Dann wird Ihnen geholfen und Sie sind immer aktuell informiert zu den Öffnungszeiten und Sie können die Ausstellung jederzeit dann auch ohne große Probleme besuchen. Ich danke ganz herzlich unseren Partnern, nämlich dem Kuratorium der Woldemar Winkler Stiftung bei der Sparkasse in Gütersloh, der Kuratorin Frau Hoffmann, die die Auswahl und die Konzeption für diese Ausstellung verantwortet. Wir, die Mitarbeiterinnen der Kulturräume, meine Kollegen Stefan Hübner, der sich verantwortlich zeichnet für dieses Forum, wir alle sind sehr, sehr angetan von dieser Ausstellung und freuen uns, nach schon vielen Jahren der Vorbereitungszeit nun endlich auch einmal Woldemar Winkler, vielleicht einen der berühmtesten Künstlervertreter dieser Stadt, hier heute ausstellen zu können und das Ganze bis September. Das ist auch eins unserer Ziele hier im Forum der Galerie, sie zu öffnen, einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Stellen Sie sich vor, ca. 60.000 Menschen bewegen sich im Jahr hier in diesem Forum und werden so direkt oder auch indirekt mit Kunst und Kultur in Verbindung gebracht. Herzliche Einladung noch einmal meinerseits. Lassen Sie sich durch Corona nicht abschrecken. Wir öffnen für Sie die Tore der Stadthalle, damit Sie Woldemar Winkler hier erleben können. Herzlichen Dank.